Ja, moin Leute, Smule am Start mit einer weiteren Folge zu Heroes of the Storm und den upcoming Skins, die ich hier für euch habe. Und ja, man muss hier einfach mit der Sylvanas anfangen. Die wird nächste Woche erscheinen und das hier ist der Skin, der wahrscheinlich was kosten wird. Die wird es dann wahrscheinlich im Bundle geben, wieder für 11, 12 Euro oder so. Das hier ist der Master Sylvanas Skin. Sieht auch ganz geil aus, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und die werde ich Mittwoch pünktlich, so gegen 17, 18 Uhr, in einem Video für euch auf jeden Fall am Start haben. Da wird erst ein Spotlight kommen und dann mein Gameplay zu ihr. Ich bin echt gespannt, ob sie so abgehen wird, wie man es vermutet. Funny Bunny Murky, ein Skin, der jetzt kommen wird, passt definitiv zu Ostern, würde ich jetzt erstmal behaupten. Und der soll auch nochmal die ein oder andere Änderung bekommen. Lassen wir uns einfach mal überraschen, wie stark er dann am Ende ist. Die Lily hier auf einem Meshano Spider Mount passt definitiv zum Setting der neuen Map. Die werde ich definitiv auch nächste Woche für euch anzocken. Da wird dann explizit ein Video zu kommen. Wahrscheinlich am Freitag werde ich das Ganze releasen. Ich freue mich riesig auf die Map und ich bin echt gespannt, was Blizzard hier wieder raushaut. Ironside Direwolf, das nächste Mount. Da muss man ganz ehrlich sagen, dass mir die Detailverliebtheit von Blizzard sehr, sehr gut gefällt. Da merkt man einfach, dass der sehr, sehr viel Arbeit drin steckt. Was meint ihr eigentlich zu den aktuellen Mounts? Findet ihr es gut, dass sie so viele raushauen? Haut einfach mal in die Kommentare. Der Mecha-Tasser da, der wurde überarbeitet. Der hat nochmal ein kleines optisches Upgrade bekommen. Sehen wir jetzt hier in den verschiedenen Farben. Und da kommt gleich noch ein Archon, der sehr geil aussieht. Und zwar jetzt. Das ist nämlich der Mecha-Tasser da Archon. Der sieht ultra stylisch aus, muss ich ganz klar sagen. Und zu guter Letzt gibt es ihn noch als Jet, als Mecha-Tassada-Mount. Sieht auch sehr geil aus. Jetzt wisst ihr, was euch für Skins erwarten und was für Videos nächste Woche auf meinem Kanal kommen. Stay tuned, das war's Smugel und wir sehen uns in der nächsten Episode.